Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter hier im Zeitschrein. Haben wir im letzten Part schon ordentlich was abgesahnt. Also ich bin echt beeindruckt, wie gut das jetzt hier wieder läuft. Dafür, dass wir im letzten Part einigermaßen gar keine Ahnung hatten, sind wir jetzt eigentlich ganz gut wieder dabei, finde ich. Dementsprechend, wir begeben uns jetzt in den nächsten Raum und selbst wenn wir jetzt nichts mehr finden sollten, wir haben auf jeden Fall wieder schöne Alternativen. Wir könnten nämlich gucken, ob irgendwo wieder Story getriggert hat. Wir könnten gucken, ob wir im Waldschrein was finden oder in der Wüstenburg. Das alles können wir wieder machen. Was sind das eigentlich? Achso, Rafflers Notiz. Genau, so. Machen wir erstmal den hier schnell weg, ne? Nein. Boah, schon wieder zwei Pfeile verschossen einfach. Wahnsinn. Ich sag gar nichts hier. So. Hat keiner gesehen, vergessen, was passiert ist. Guck, ich hole mir nochmal ein paar Pfeile und dann ist alles wieder so wie vorher. So, was macht das denn hier? Das verschiebt jetzt alles, ne? Genau. So, jetzt muss er das immer von außen anschießen. Und da hinten gibt es dann noch eine Schatzkiste irgendwie. Genau, dementsprechend müssen wir da dann auch nochmal hin. So, jetzt erstmal den hier. Zack. Alles einmal wieder zurückschieben. Da kommen wir ja direkt an die Schatzkiste ran. Perfekt. Ich ignoriere dich mal, Kumpel. Hol mir erstmal eine Schatzkiste. Mit 100 Rubinen ist okay. Zumindest können wir die jetzt erstmal wieder sammeln. Zack. Weiß gar nicht, wie hoch ist denn unsere Geldbörse aktuell? 5000? Kann ich bis 5000 gehen jetzt? Das wäre ja schon nice. Frage ist halt auch, wann kommt der nächste Schlüssel? Also die nächste Schlüsseltür. Weil, dann ist halt over hier, ne? Dann sind wir fertig mit dem Zeitschrein erstmal. Shit, ich wollte auf Fangstoß. Okay, das war das. So, hier gibt es auch wieder eine Schatzkiste. Das ist schön. Wie viele Schlüssel gibt es denn eigentlich im Zeitschrein? Hi, Kumpel! Gibt's zwei, ne? Ja. So, welche von der harten Sorte. Mach mal da hier im Spalter. So, und nochmal. So, Tschüssikowski, mein Freund. Okay, wir können das hier wieder verschieben. Wir haben auch einen Kopierstab, also theoretisch können wir einfach den machen. Und fertig ist der Lachs. Dann können wir hier oben nämlich das Ding wieder anschießen und dann müsste... Hallo? Theoretisch die Wand da zur Seite fahren, genau, und dann kommen wir auch zur Schatzkiste schon. Das ist ja relativ einfach. So, vielleicht hier nochmal ein bisschen Glück. Auch wieder nur Geld. Schade. Aber Hauptsache, er ist wieder da. So, und... Das war's mit dir, mein Freund. Ja, easy. So. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie weit wir hier noch kommen. Tante haben wir halt auch noch nicht gefunden. Wo waren die? Boah, kam die noch nicht? Ist die beim Boss? Nee, beim Boss ist die nicht. Okay, es geht aber noch nicht. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es geht weiter. Und es gibt auch direkt eine Schatzkiste. Ach, wir sind jetzt schon in dem Raum, okay. Hier gibt es auch eine Geisterseele. Ich glaube, ich muss hier sowieso alle Gegner besiegen, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Oh, ich hasse die Spinnen. Das sind ja solche nervigen Gesellen, oder? Ich weiß nicht. Komm. Die droppen eh Pfeile en masse. Geht viel schneller. So, da ist noch einer. Hi. So geil mit dem perfekten Master Sword.
Ah ja, da kommt eine Schatzkiste direkt. Ja, oben haben wir, wie gesagt, glaube ich, eine Geisterseele irgendwo. Und ich glaube, hier gibt es aber noch eine Schatzkiste, oder? Ich glaube schon. Ansonsten, wie viele Schlüssel haben wir für den Zeitschrein? Oh. Oh ja. Das ist gut. Es fehlt nur ein kleiner Schlüssel noch. Im Zeitschrein. Und jetzt haben wir einen großen Schlüssel für die Wüstenburg. Das heißt, wenn wir... Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen wir auch schon bis zum Boss jetzt. Möglich. Ich höre die Geisterseele auf jeden Fall. So, und ich hole erstmal kurz die Dinger darunter. Das ist jetzt immer ein bisschen komisch gewesen, finde ich. Weil normalerweise hast du den Kopierstab noch gar nicht. Und da war das normalerweise immer ein bisschen merkwürdig, die da runter zu kriegen. Ich habe das immer ganz komisch... Habt ihr da so hochgeschmissen? Nee, mit dem Morgenstern. Genau, mit dem Morgenstern habe ich da immer ganz lange versucht. Und irgendwann sind die dann runtergefallen. Aber ich glaube, das ist nicht die traditionelle Art. So. Das war aber gar nicht gefragt. Ich muss hier mit dem Greisel rüberfahren, genau. Okay. Aber... Den Rückweg können wir uns ersparen. Ne? Ah ja, so hätte das funktioniert. Okay, alles klar, verstehe. Ja. Wir holen uns jetzt erstmal... Wie komme ich denn eigentlich dahin? Ich komme von da oben rau. Nee, warte mal. Komme ich da oben raus? Nee, ich muss mich da ranziehen. Ich habe jetzt quasi Mist gemacht. Ich muss mich da oben ranziehen, dann komme ich da hin. I understand. Geht das noch? Ja, ne? Jo. Okay, also einmal Andrew Hagen. Und da oben ran. So, dann komme ich hierher, genau. Da geht es dann zur Geisterseele. Da ist dann eine Schatzkiste. Da ist dann noch ein Raum. Perfekt. So muss das laufen. Und Kreisel. So. Und eine weitere Geisterseele, liebe Leute, für uns. Sollte ich das Gespür mal anbekommen? Und das war Nummer 49. Und tatsächlich eine Geisterseele, Nummer 44. So, was haben wir denn hier noch Schönes drin? Wieder 100 Rubine, okay. Nehmen wir mit. Auch wenn ich das Geld wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Nehmen wir es mit. Und hier haben wir nochmal zwei Schatzkisten. Tatsächlich. Einmal so. Mach's mal kurz so. Aua. Zack. Und du, mein Freund. Ende alt Ende. So, es müsste ja für den Boss... ausreichen. Oh, ne, doch nicht. Ah, okay, ich erinnere mich. Das war hier mit den Panzern. Die Panzer öffnen das Tor. Genau. Aber erstmal... Geil. Das heißt, wir kommen echt in der Wüstenburg richtig weit. Schön. Das sind mir nämlich wieder zwei neue Schlüssel für uns. Einfach. So, das nehmen wir uns mit. Weil... Zack. Genauso wie den anderen Panzer, wo immer der auch jetzt rumliegt. Shit, der muss ein bisschen weiter vor. Aber das war nicht zu, das war jetzt zu weit, oder? Ah. Ey, ist das gut. Wir müssen ja nur in die Nähe des Bossraums kommen. Ne, dann können wir nämlich in der Wüstenburg quasi den Boss machen. Und dann haben wir den Schattenpalast und den können wir halt komplettieren. Oh nein. Und dann haben wir halt auch im Schattenpalast so viele Items, die wir uns holen können. Plus Boss. Und dann, ja, nach dem Boss von Schattenpalast können wir auch in Schloss Hyrule rein. Genau.
Also da ist alles möglich. Aber wir müssen ja auch noch in die Stadt, ne, über den Wolken. So ist ja nicht. Und theoretisch müssen wir auch noch die Goronen fertig machen. Den Boss haben wir ja auch noch nicht geklatscht. Ja, ja, es gibt schon noch ein bisschen was zu tun. Und... Oh, geil, da ist er. Wir können Zeitschreien komplettieren. Das ist nice, das ist nice. Also wirklich komplett fertig machen. Das ist, glaube ich, der erste Dungeon, den wir komplett fertig machen können und alle Schlüssel haben. Ja. Ja, 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 ja. Ist so. Sehr schön, freue ich mich. Okay, da... Tschüssikowski. Ich glaube, dadurch, aua, dass man diesen nervigen Abschnitt mit... Wow, was mache ich denn? Den nervigen Abschnitt mit der Statue nicht machen muss, wo man hier den ganzen Weg zurücklatschen muss und immer irgendwelche Dinge, die Glocken aktivieren müssen, macht's den Dungeon irgendwie noch geiler. Wahnsinn. Jo. Ah, das ist eine Schatzkiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Naja, komm, ich aktiviere mal schnell das Ding hier. Oder deaktiviere es. Dann haben wir schon mal den weiterführenden Weg uns erschlossen. Und die Schatzkiste holen wir uns auch mal schnell. So, ein Schluck Kaffee und ein Herzteil. Perfekt. Wow. Und weiter geht's. Weiter geht der Lachs. Hier gibt's auch wieder eine Schatzkiste. Oh, das ist cool. Die mag ich nicht. Diese kleinen. Die sind so nervig. Die rennen nur wild im Kreis rum. Ich glaube, ich fände es cooler, wenn die mich angreifen würden. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, Herzchen nehmen wir noch mit. Das sind wir wieder Full Life. Und ihr zwei hier, ihr Ganoven. Euch machen wir auch kaputt. So, was gibt die Schatzkiste? Wasserbomben. Naja. Okay, Tür geht auf. Was bringt mir diese Tür? Nur den nächsten Raum, oder? Was bringt der Schalter? Ah, das ist... Ah, das ist nur für die Statue. Das ist unwichtig. Das müssen wir nicht machen. Und ein weiterer Schlüssel. Der letzte. Ja, das ist der Boss, ne? Der Miniboss. Dann haben wir es schon. Dann ist der Dungeon beendet. Ja. Geil. Das heißt, wir kriegen jetzt noch ein Item. Ein Miniboss. Und dann Zeitschreien abgeschlossen. Wahnsinn. Das läuft gut. Und das ist ja also, das ist ja jetzt mehr als easy, oder? Ich meine, wir haben ja schon drei von denen besiegt. Na? Mein Freund. Ich denke so, beim ersten Mal, wenn man gegen den kämpft, ist das schon ein guter Gegner, wenn man keine Ahnung hat, wie man den besiegen soll. Aber ich denke mal, sobald man da ein bisschen geübter ist. Ich meine, ist schon ein erhabener Gegner. Muss man schon dazu sagen. Mama. Aber mehr halt auch nicht.
So. Die Phase ist sowieso ziemlich leicht, da machst du einfach den. Und noch einmal. Auf Wiedersehen, mein Freund. Damit habe ich mir meinen Kaffee verdient. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen erstmal schnell noch in den Waldtempel. Dann ist der für uns nämlich auch abgeschlossen. Ich glaube, da fehlt uns nur noch eine Schatzkiste. Und geht die Tür nicht auf, ich wollte schon sagen. Ja. Ah, geil. Oh, schön. Ja, dann, ja. Dann können wir auch den noch abschließen. Das heißt, ja, Corona-Dungeon abschließen, Waldtempel abschließen. Wenn auch der Waldtempel an sich nicht mit den Schlüsseln komplett ist, aber so. Achso. Stimmt, ich bin jetzt gefangen. Ich bin gefangen, weil die Statue hier nicht mehr existiert. Aber wo war denn Tante? Irgendwie Tante war nicht dabei, ne? Ich glaube, das ist jetzt echt so ein Fall, da muss ich das Spiel beenden. Kann ich jetzt einfach sagen, ich speichere und beende das Spiel? Nein. Genau. Speichern und einmal in den Screen. Das ist jetzt leider der Fall. Das ist ein bisschen blöd. Aber ist halt so, ne? Was willst du machen? Jetzt sind wir wieder am Anfang vom Zeitschrein, theoretisch. Jo. Und raus da. Okay. Dann würde ich sagen, wir rushen nochmal schnell in den Waldtempel. Hier kann ich auch nicht porten, ne? Nee. Weil ich in der Vergangenheit bin. Ich glaube, das ist der Grund. Aber bin ich fein mit. So, wir gehen hier nochmal schnell raus. Ja, dann machen wir den einen Schlüssel noch im Waldschrein. Den einen, die eine Tür. Da müsste jetzt, glaube ich, halt nur noch eine Schatzkiste fehlen. Wenn ich mich richtig erinnere. So, und zwar einmal hier bitte. Ja, dann haben wir einen Waldschrein. Dann können wir Goronen abschließen. Das triggert auch was im Laden. Ohne Quest. In Kakariko. Das heißt, da können wir dann auch wieder neue Sachen machen. Jo. Ziemlich gut. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Da können wir nämlich in Marons Shop theoretisch die Falkenmaske kaufen, die natürlich randomized ist, also wahrscheinlich nicht dort ist und irgendwas anderes zum Verkauf angeboten wird. Und wir können halt die Quest machen mit der Falkenmaske, dass wir oben an so ein Ziel schießen müssen. Und da kriegen wir auch nochmal ein Item. Also wir kriegen auf jeden Fall nochmal zwei Items in Kakariko. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit Burns. Vielleicht kann man auch mit Burns dann nochmal was kaufen oder so. Aber ich glaube, das haben wir auch immer noch nicht gemacht. Dann könnte es sein, dass da auch eine Story triggert. Aber vielleicht soll man der Wüstburg erstmal weitermachen. Hi. So, warte mal. Genau, wir haben jetzt da noch eine Schatzkiste. Da gehen wir noch hin. Und ansonsten sind wir durch. Das heißt rechts. Einmal links. Hi. So. Bringt mich mal rüber, meine kleinen Äffchen. Zack. Ja, das sollte relativ schnell vonstatten gehen, denke ich. Die restlichen... Ja, warte mal, jetzt mal falsch. Die restlichen Affen müssen wir ja nicht befreien. Weil... halt, ne? Da auf der Seite hat uns, glaube ich, wirklich nur ein Schlüssel gefehlt. Das
weshalb wir da nicht reingekommen sind und uns halt eine Schatzkiste fehlt, wo halt noch was drin sein kann. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts mehr weiter, oder? Falls ihr jetzt noch im Gedanken irgendein Item hier drin habt, was irgendwo noch rumliegt, vielleicht auch einfach einen Schlüssel, den man von einem Gegner droppt, dann sagt mir nochmal Bescheid. Aber ich glaube, die Schatzkiste noch und dann sind wir da durch. Ich hoffe es zumindest stark. So, dann gucken wir mal. Also hier gibt es ja auch einen Affen. Bei mir reicht theoretisch das Item da. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man da reinkam. So, zack. Das waren die. Ja, hier gibt es halt noch eine Schatzkiste. Hintenrum. Hi. Oh. Ja, okay. Was war das? So, Äffchen höre ich ja auch. Ja, haben auch noch ein bisschen Überlänge, ne? Ich bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal, dass ihr wieder mit dabei wart, meine lieben Freunde. Ich befreie den Affen trotzdem mal. Einfach aus Prinzip, weil ich ein netter Kerl bin. Und wir wollen aber natürlich noch wissen, was sich in der letzten Schatzkiste auch hier im Dungeon befindet, die ich aktuell noch nicht holen konnte. Das finden wir jetzt noch zusammen raus. Aber das war es auf jeden Fall mit dem Part von heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben noch 5 Bomben bekommen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da würde ich sagen, mach mal Goronen-Dingens, die Mine der Goronen noch fertig. Genau, bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.